Oh, hey guys. Gefleckt, ich fass nicht. Voll episch, wenn mich fragst. Ja, auch stolz drauf. Ob es jetzt wegen Gesang war oder nicht. Weil da schon Musik steht, ne? Hat ich irgendeinen Text hingeschrieben? Ja, bestimmt wegen irgendeiner Beleidigung im Chat hat irgendein Gangster-Rapper sich angesprochen gefühlt. Sagen, hey, you guys, das ist mein Werk. Das ist mein Werk. Ach, Scheiße. Aber ich frage mich, wie soll YouTube den Chat ausgelesen haben? Na, da guckt einer sich einfach alle YouTube-Videos an. Da gibt's schon Leute. Und der jemand hat uns verpetzt. Und wenn ich den finde, lasse ich all seine Videos flaggen. Boah. Warum ist der Mann unglücklich? Weil er ist tot. Okay. Oh. Na, nochmal stirbt er sich nicht mehr. Dir meine Worte, Skibby. Oh, was ist ein awesome Schwert, ich jetzt habe. Also, es sieht genauso billig aus wie das alte, aber es ist einfach gigantisch. Beim Tauchen wäre mir sowas nie aufgefallen. Das stimmt. Hätte ich mal einen Gnom-Tank gemacht. Ich glaube, dann ist die Waffe auch kleiner. Ach, Kolder. Aber bestimmt nicht im gleichen Verhältnis wie der Gnom kleiner als der Mensch ist. So ein Satz ist schwer zu bauen, also lass mich in Ruhe. War doch gut. Zunächst bin ich in den Nachrichten, Scooby, der Let's Player, der auch nicht vor Fangeflame zurückschreibt. Dann fange ich mit dem Trinken an und dann haben wir den Soldaten. So drehen die das doch einem immer hin. Das stimmt. Haben wir nicht den ersten verpasst, oder? Nope, schau mal. Ich weiß, du bist in Rage, wo unser Video ist geflaggt, oder? Oh. Wow. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Wir wurden geflaggt, wo Scooby gesungen hat. Und zwar, weil der Künstler sich einfach beleidigt gefühlt hat, weil es so scheiße war. Also da steht ja auch nicht, was für ein Lied oder so. Und deswegen
Was vielleicht nicht so gut gesungen ist. Aber es war so gut. Das nur, damit der Ankläger anonym bleibt. Oder wegen deinem Hans im Glück, weil du immer feierst. Und nie hat es jemand erkannt, aber in dem Fall, da bin ich gesagt, oh, feierst du wieder Hans im Glück. Und, ach so. Ich habe sie immer geforscht, was könnte es gewesen sein. Komm, ich hab provoziert gleich. Ja, wer hätte das nicht erkannt? Oh Gott, er weiß was. Lass mich in Ruhe, mach Damage. Wen trifft als nächstes? Problem gelöst. Problem gelöst. Du. Hammer Time. Ich muss immer in jeder Folge ein Lied singen und dann finden wir schon raus, in welches Lied es ging. Also perfekt kriege ich das eh nie wieder hin. Oh. Wird schon eine Idee für Kamini? Kamini für? Nö, nicht wirklich eigentlich. Ich glaube, uns fehlt das Micro in diesem Game. Schätze ich jedenfalls, ja. Ja. Du was? Ja. Bis jetzt habe ich gesagt. Achso, ja. Ja. Es darf einfach nicht passieren, dass ein Sniper in der Early Phase drauf geht. Ja. Stimmt. Und was ich ein bisschen, ich will nicht overpowered sein, das will ich nicht sagen. Aber meine Squads bestehen aus 3 Leuten. Ne? Und wenn dann Brite mit seiner freaking Sniper-Fähigkeit kommt, ne, ist 1/3 meiner Kampfkraft einfach weg. Das finde ich ziemlich krass. Aber was kostet ein Squad bei dir? 250. So, 250, bei den Briten kostet 450. Schau, wie alt kriegst du 6 Leute fast. Also das ist nicht überhaupt so. In der Early Phase schon. Was sagst du jetzt? Haben Amerikaner eigentlich auch so einen Sniper? Ja. Ja? Ja. Man benutzt die haben auch Mörser und Maschinengewehre. Wir müssen danach den Baracken noch ein extra Gebäude bauen. Und stattdessen gehen die Leute halt eher auf Fahrbereitschaft oder so. Okay. Also habe ich die Leute nicht auf Infanterie bauen. Also habe ich sowieso schon eine kritische Masse an Snipern, wenn die ihre ersten haben. Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut für uns. Blöd ist immer,
diese Counter-Snipes. Ja, ich muss halt außer Range sein. Ich habe eine viel größere Range als die. Ich meine gegen andere Sniper. Ach so, wenn die richtige haben. Ja, ja. Ja klar, aber dann verlieren halt beide ihren Sniper. Ich glaube, ich habe nicht aufgepasst. Wo bist du? Bist du Nee, hast du der Nubis geschaut? I don't care. Hallo. Da, wenn ich mehr Sniper habe, ist ein Counter-Sniper im Prinzip kein Problem für mich. Die kosten aber auch das gleiche wie bei mir, oder? Der ihre Sniper dann. 340 kosten die, glaube ich. Ja, meine auch. Okay. Nice Car. Was denn? Ich muss ihn wiederbeleben, sorry. Darum geht's nicht, ich bin hinter dir im Kampf. Hinter mir? Kann das denn sein? Ja. Weil du die gepult hast, ich Insta-Charge gemacht habe. Ich kann nicht anders leben. Warum nicht? Weiß nicht. Eine tolle Party. Ich habe nur Angst vor Briten eigentlich. Mit ihren Verteidigungsanlagen. Habe mir jetzt gesehen, ich habe mir jetzt einen Replay von unserem Sieg angeguckt. Folgendes: Du bist mit einem Sturmtiger, einem Panther, Umzug 44, einem Panzerabwehrkanone reingefahren. Die 17 Finder sind keine richtige Artillerie, sondern sind Packs. Deswegen haben die super schnell super viel Damage gekriegt. Ja. Ich dachte, das wären solche andere Geschütze. Weil gegen Infanterie haben die trotzdem alles gepusht. Aber es ist als Pack klassifiziert. Lebt irgendwas, was uns wiederbeleben kann noch? Nee, Luiden und Sauzerfenster.